Deal. Was mache ich mit meinen Abonnenten? Dass du sie jetzt ehrst. Was, wie ehren? Na, dass du jetzt aufzählst. Das war ein Spiel gerade eben. Okay. Sid Meier's Civilization 5. Ja, das wird ein nächstes Projekt sein. Aha. Eventuell, falls Endlich. er denn Lust hat, hier mit Ruhm dem lieben und Finoxi. Ehre. Vorwärts, Krieger! Kann ich schlecht nein sagen. Ja, und dem lieben Sandbox LP. Endlich. Schnell. Der wird da auch dabei sein. Ob So, ich mir das hole, das weiß ich noch nicht. Außerdem So. weiß ich ja nicht, für wie viele Spieler das noch ist. Das kannst Viele. du mit bis zu 12 Spielern spielen in etwa. Okay. Ja. Gut. Oh, wenn ich Nö, Games dann Freeze. ansonsten eventuell die Gilde 2. Ja, da Revolver bin ich der auch. Hanse. Eventuell mit den beiden, also Finoxi hat es schon, Aste noch nicht, Aste überlegt, ob er sich das holt. Ja. Auf jeden Fall ist es mir bekannt. Ich habe es auch mal angespielt. Es war ganz nett. Zwar ein bisschen anders als sonst, aber ja, ganz interessant. Ja, ist auch von Joe Wood. Und der Multiplayer funktioniert somit auch nur über Hamachi. Danke, Jawood. Dank Hamachi, dass es das gibt. Ansonsten wären die Spiele ja unspielbar. Ansonsten wäre dieses Let's Play hier unmöglich ohne Hamachi. Ja. Und dazu muss man auch sagen, leider, es ist von Jawood, das heißt, es ist auch entsprechend verbuggt. Leider. Wieso hat Jawood eine Bug-Garantie oder was? Naja, sagen wir es mal so, jedes Spiel, wo Jawood die Finger mit dem Spiel hatte, hat irgendwie seine Ecken und Kanten. Ja, das ist Das aber stimmt. sonst drin. Auch wenn ich prinzipiell Jowood eigentlich ganz geil finde, aber es hat halt seine Bugs. Ich glaube, das heißt ja jetzt nicht mehr Jowood, das ist doch Ja, jetzt Nordic Nordic Games. Games. Ja, Nordic Ist mit Games. uns. Die Schlacht ist nahe. Ja, hab ich. Die haben ja dieses schandhafte Add-on zu Spellforce 2 Ich bin rausgebracht. unwürdig. Ja. Ja. Und ich, Idiot, ich habe mir das wirklich gekauft und Beeile, boah, nee, Meister. also. Also ich habe es mir auch geholt. Schon da. Allein weil es Spellforce heißt. Es ist, so ist viel gesagt, es ist ein unfertiges Ja, Spiel. Meister. Und die Geschichte ist nicht gerade die beste. Das ist nicht mal ein Ansonsten Spiel. ist das, was man aus Bellhouse 2 kennt Ja. halt. Ich habe ja mal einen gewissen E-Mail-Kontakt mit dem Marketingleiter von Nordic Games gehabt. Auch weil es darum ging, hier wegen Spellforce und so weiter und ob ich das eventuell ja sogar monetarisieren darf und so. Und hatte ja kein Problem. Und Oh, da sind noch Kisten. wo? Auf dem Im ganzen Weg Lager. eigentlich. Da. Ich habe den ganzen Weg Kisten für dich zurückgelassen. Oh, die habe ich übersehen. Die Schlacht ist nahe. Kistensuchtrupp, bestehend aus Endlich. zwei Havocs und sechs Hexenmeistern, Vorwärts, gehen jetzt zu den Krieger. Kisten. Und wir haben mal wieder eine richtig große Armee der Dunklen. Ja, das ist doch schön. Kristallbogen. Vorwärts, Krieger! Ruhm und Ehre! Sehr schön. Tanas Geist. Ja, das ist. Tot. Tana Klingsang. Gab sie nicht schon in The Order of Dawn? Ja, gab's da wirklich. War das nicht eine Händlerin? Nein, das war eine NPC, ein NPC. Ja, klar, Es war aber. eine Bardin. Darf ich das sagen, wo sie war? War die in Elony? Grauschattental meine ich. War die In in der Grau? Kann sein. Grenzfeste. Das kann sein, ja. Ich erinnere mich düster. Ich erinnere mich düster. Stufe 45. Alter, und ich bin nicht mal eine Stufe gestiegen. Das ist so krank. Mir fehlt noch etwa ein Achtel zu 31. Mir fehlt noch fast ein Viertel.
Nun gut, dann wollen wir doch mal schauen, ob Tana mit sich reden lässt, oder? Aber wie ich das sehe, nicht. Stopp! Ich will mal versuchen, das mit meiner jetzigen Armee mal so zu schaffen. Schauen wir mal, wie viel Schaden die macht. Du wirst dich nicht unterstützen? Nein, lass ihn mal machen. Ja. Aber mein Held schicke ich mir noch dazu, nur zum Gucken. Zum Gucken. Ja, guck zu. Sein Let's Play, seine Regeln. Mein Let's Play, meine Regeln. Genau, ja. Oh, Nein. ganz ruhig. Ganz ruhig, ne? So. Ich komme hier nochmal ein bisschen jedenfalls für den Notfall. Haben wir eigentlich Angtar gekriegt? Kriegt ihr jetzt gleich. Der ist dort in der Kiste drin. Okay. Na gut, dann probier dein Können aus, Cross. Ich probiere mein Können aus. Schauen wir mal. Level 15er Einheiten. Hier. Gegen. Schnell. Eine Level 45erin. Und los. Ja. Dafür habe ich Mir nach. 60. Und los. Das müsste zu Mit machen Konsorten, sein. also Schrecken, Vorwärts. Spinnen, Folgt Skelette, mir. etc., Ja, die Schnell. Skelette sind ja alle schon Sofort. eingerechnet. Na, aber die Schrecken Sofort. kommen noch dazu. Stimmt. Tötet sie! Soll ich mal probieren, ob ein Oh Eisschlag Gott. von mir durchkommt? Eure Gegenwehr ist Einfach drauf, vergebens. einfach draufhauen. Soll ich mal einen Eisschlag von mir versuchen, ob der durchkommt? Nö, lass mal. Die stirbt, es dauert eine Weile, aber Die Rune befiehlt. dafür sind es einfach zu viele, das sind 60. Ja. Und die Wie kommen. es scheint, lässt Tana nicht sich mit sich reden. Irgendjemand hat sie getötet. Ich mache das jetzt mal, um so ein bisschen Story irgendwie, so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja. Weil hat, wir Ich haben versuche jetzt mal eine ein Story, paar deshalb. irgendwelche. Ich Ja. versuche mal irgendwelche Zauber auf die zu wirken. Wir haben ja jetzt eine Story, deshalb kann man Schlag das ein. ja mal Ja. machen. Ja, Schlag O. jemand Es wird trifft sie keinen. getötet. Oh mein Gott. Es trifft hinten den Kriegsherrn, die nicht draufhauen können. Super. Los, komm, wir versuchen weiter mit irgendwas auf sie drauf. Aber sie ist natürlich gegen alles resistent, Ich was würde mal wir vorbringen. versuchen, deine Armee hinten durchzuschlängeln Auf und meinen dann. Befehl. Oh, meine Magie kommt durch, okay. Zu Meine Magie euren scheint Fenstern bitte ich. durchzukommen. Verstanden. Soll ich Eisschlag weiter auf sie Alter, setzen? kommt der nicht durch? Soll Nö, ich mein. lass Die mal. Rune befiehlt. Meine Armee schafft das. Ich wollte nur mal testen. Es dauert eine Weile, aber Sind's sie die schafft Rune? das. Meine Magier Scheider kann doch mal probieren. Ja, Magier Scheider ist gut durchgekommen. Unverzüglich. Na toll. Hier. Leck. Okay, Magier Scheider scheint durchzukommen. Na, gerade eben zumindest. Hier. Mein Magier ist eben von der anderen Seite durchgeschlängelt. Du könntest da deine restlichen Truppen da so durch. Nee, aber die machen das automatisch, machen die das nicht. Was wünscht ihr auf dem Weg? Na gut, wenn du die dahin befehlst, dann schon. Ja, aber dazu fehlt mir gerade. Wozu? Meine Truppen da vorne, das sind Todesritter. Wir sind der Mit Havoks und zwei Assassinen. Und mein Dunkelelfen-Titan, der wird den Lasst meisten Schaden uns machen, kämpfen. wahrscheinlich. Ja, die machen ganz ordentlich Schaden. Es dauert eine Weile. Und die ist so. Die hat sie jetzt so zugebackt. Sie weiß nicht, wen sie angreifen soll, dass sie einfach mal gar nicht angreift. Seht ihr das? Ja, das ist mir, glaube ich, mal Ja. mit der Blutesche passiert, dass sie nichts mehr gemacht hat. Lag. Lag. Mit der Blutesche, okay. Ja, es dauert eine Weile, aber so kriegt man die tot. Vor allem, wenn sie sich zubackt. Aste, Finger weg von der Truhe.
gibt auf dem Minecraft-Server, die reiche Novums, eine Bank mit, ich glaube, mit 2300 Schließfächern. Und davon führen, ich glaube, etwa ein bis zwei Dutzend kann man öffnen. Und wenn man die anderen öffnet, fällt man in ein Gefängnis. Das ist was Schönes. Finde ich zumindest. Oh, es dauert nicht mehr lang. Ja. Allgemein für die Minecraft-Spiele unter euch kann ich meinen eigenen Server nochmal, also es ist nicht ganz mein eigener, es ist nur ein Server, auf dem ich spiele, empfehlen. Dort bauen wir aktuell ein neues Reich auf. Ich glaube, das wird ziemlich episch. Tanas also Geist ist gleich schon. Ich schon mal zum Portal der Rückkehr. Ja, lauf schon mal dorthin. Da Cross als erster rausgeht, spare ich mir den Weg einfach. Weil sobald er raus ist, spricht das Spiel zusammen. Und oh, sie ist endlich tot. Danke. Endlich. Held. Auf meinen Befehl. Schnell. Okay. Wow. Ich will mit meinem Held die Truhe aufmachen. Nehm mit meinem Dunkelelf-Titan. Da kann der auch schon mal zum Portal der Rückkehr laufen. So. Ja, du beugst dich ja so sehr über die Kiste. Oh. Oh, wir haben hier gefunden. Tanas gefrorenes Herz. Und... Was ist, was damit wohl auf sich hat? Wir werden's erfahren. Kann man gespannt sein. Und Rune Lichtkönig Angtar. Was man nicht so alles irgendwo mitten in der Wildnis findet. Ja. Okay, Preisfrage. Wie kommt Angtar von der Grenzfeste, also von der Wachfeste der Zerbiten, in eine schäbige Truhe in Larach? Das muss man erklären. Jovos Logik? Phenoxy, du wirst bestimmt gleich den nervösen Finger benutzen und dann werde ich mal meine eigene Art. Es lagt. Dann wäre ich. Wer von euch war gerade auf dem Desktop? Ich nicht, ich habe gerade meine Truppen umgebracht. Aber das ist schon was hier eigentlich. Ich werde dann gleich meine Truppen. Ein Ork-Titan. Ich werde dann gleich meine Truppen vereisen bzw. verbrennen lassen. Ich wollte gerade sagen, verfeuern. Verfeuern. Die Rune befiehlt. Ja. Oh mein Gott. Verfeuere deine Truppen. Ja, ihr habt mich beschworen. Noch ein Lag. Das war, glaube ich, weil ich ins Inventar gegangen bin, sorry. Ich tausche jetzt meinen Lichtkönig Angtar gegen Lichtkönig Angtar. Austausch nicht erlaubt, wieso nicht? Okay, welches Voraussetzung Stufe 30. Cool. Kann ich mich ja auf etwas freuen, wenn ich Stufe 30 bin. Dann hat man wieder was, ne? Ich meine, jetzt vorher hat man sich auf den Prinzips gefreut und jetzt hat einem der Ansporn irgendwie gefehlt. So, ich habe meinen Klingenweber rausgetan, jetzt ist Angtar dafür drin. Nicht der Stadt. Ja. Aste, deine Truppen behindern. Was, mich. Wo bist du? Hier. Dann lauf ins Third Person. Ja, mach ich gerade. Ach da. Sieht das eigentlich nur bei mir so spaßigermäßig aus? Ich meine, der... Nein, wenn man... Das sieht immer so aus, wenn man im Third Person läuft. Für die anderen. Aber immerhin...